Sie sehen, der Wahlkampf kommt in den Endspurt. Wir sind als Linke in einer guten Ausgangsposition, um unser Wahlziel zu erreichen. Soweit die guten Nachrichten. Die SPD bleibt leider dabei, dass sie eher eine Variante, aber keine Alternative zum jetzigen Kurs der CDU sein möchte. Und deshalb wird das entscheidende Signal bei dieser Bundestagswahl sein, wer den Platz 3 einnimmt. Und da ist die Frage, werden wir einen kompletten Rechtsruck haben oder gibt es ein starkes Signal für mehr soziale Gerechtigkeit? Wir als Linke machen in dieser Frage den Unterschied und wir sind das entschiedene Gegengewicht zu einem Weiter-so. Wir beteiligen uns nicht an Konstellationsspielchen, sondern wir stehen wirklich für einen grundlegenden Politikwechsel. Und für uns ist ein Punkt ausschlaggebend, nämlich die alltäglichen Nöte und Sorgen der Menschen. Und die wollen wir insbesondere in den folgenden 5 Politikfeldern noch mal deutlich machen. Zum einen wollen wir mehr Netto und mehr Brutto, also auch mehr Netto vom mehr Brutto. Das heißt, wir wollen kleine und mittlere Einkommen entlasten durch unser Einkommenssteuermodell. Dazu kann ich Ihnen dann auch noch im Anschluss ein konkretes Beispiel nennen. Das wollen wir finanzieren, indem halt Menschen mit deutlich höheren Einkommen und Einkommensmillionäre stärker zur Kasse gebeten werden. Auch unser Modell einer solidarischen Gesundheitsversicherung wird gerade Menschen mit mittleren Einkommen deutlich entlasten, weil dadurch die Beiträge auf bis zu unter 6% sinken. Und wir machen uns stark für gute Arbeit. Dazu gehört der Einsatz für 12 Euro Mindestlohn und die Abschaffung von sachgrundlosen Befristungen. Zweitens, wir wollen, dass Armut zum Fremdwirt wird. Und deswegen setzen wir uns ein für eine Kindergrundsicherung in Höhe von 573 Euro. Dafür, dass Hartz IV ersetzt wird durch ein längeres Arbeitslosengeld I und eine sanktionsfreie Mindestsicherung von 1050 Euro. Und innerhalb der Rente wollen wir auch sicherstellen, dass Altersarmut zum Fremdwirt wird, indem wir das Rentenniveau erhöhen auf 53% und die solidarische Mindestrente einziehen. Und zur Rentengerechtigkeit gehört für uns natürlich auch die Angleichung der Renten Ost und West. Drittens, Gesundheit ist keine Ware und auch deshalb streiten wir für die solidarische Gesundheitsversicherung, auch um das Zwei-Klassen-System dort abzuschaffen. Und dadurch hätten wir mehr Geld im System, um mehr Personal im Gesundheitsbereich zu ermöglichen. Nötig sind 160.000 neue Stellen im gesamten Gesundheitsbereich. Viertens, Wohnen ist ein Menschenrecht. Deswegen setzen wir uns ein für eine verlässliche Mietobergrenze. Wir wollen außerdem mindestens 250.000 neue Wohnungen schaffen, durch, also bezahlbare Wohnungen, durch sozialen Wohnungsbau und gemeinnützigen Wohnungsbau. Und wir wollen natürlich mit einem entsprechenden Investitionsprogramm, das finanziert werden soll durch eine Erbschaftssteuer und eine entsprechende Millionenvermögenssteuer, auch Barrierefreiheit unterstützen und die Infrastruktur stärken. Und fünftens, ohne Frieden ist alles andere nichts. Deswegen stehen wir ganz klar für Abrüstung und für ein Nein zu dem NATO-Aufrüstungsziel von 2% vom Bruttoinlandsprodukt. Wir stehen auch für einen Abzug aller US-Atomwaffen aus Deutschland. Und wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes über diese Frage auch in einem Volksentscheid abstimmen können. Und zu unserem Einsatz für Frieden gehört natürlich, dass wir die Bundeswehr entsprechend des Auftrages des Grundgesetzes zurückholen wollen aus dem Ausland und stattdessen auf eine europäische Friedens- und Entspannungspolitik setzen wollen. Dabei werden einige Mittel eingespart, die wir auch in die wirkliche Bekämpfung von Fluchtursachen stecken wollen. Also Sie sehen, wir haben ganz konkrete, auch in Zahlen belegbare und erbrechenbare Verbesserungen, für die wir stehen. Bei SPD und Grünen, muss man sagen, hat man den Eindruck, die haben sich verabschiedet vom Ziel eines Politikwechsels. Und ich sage ganz klar, wer inzwischen sein Ziel darin sieht, Angela Merkel wieder zu einer Mehrheit zu verhelfen, der verrät schon heute seine Wählerinnen und Wähler und auch seine politischen Ziele und Ideale. Was ein Weiter-so bedeutet, das können wir auch ablesen in einer Bilanz der Großen Koalition. Und ich will ein Beispiel mir herausgreifen. Das ist das Beispiel der Sozialministerin Andrea Nahles. In 4 Jahren als Sozialministerin hat sie für Menschen, die von Hartz IV betroffen sind, keinerlei Verbesserung gebracht. Als der Hartz IV-Regelsatz neu berechnet wurde, hat sie dieselben Rechentricks angewendet wie Ursula von der Leyen von der CDU. Als das sogenannte Rechtsvereinfachungsgesetz kam, hat sie keine der Schikanen gegenüber Langzeiterwerbslosen gemildert. Ganz im Gegenteil, es ist am Ende noch komplizierter geworden. Und deswegen müssen wir auch eine nüchterne Bilanz von Nahles Sozialpolitik ziehen. Die Sozialpolitik von Andrea Nahles ist eine Sozialpolitik von Merkels Gnaden. Wir bleiben aber dabei, diese Politik muss sich ändern.
Und ich hatte ja zugesagt, dass ich auch noch ein Beispiel zur Entlastung sagen will. Wir haben, kann ich auch noch mal Ihre Aufmerksamkeit drauf lenken, 3 Beispiele für verschiedene Familien, weil wir nicht nur pauschal sagen, die Steuern müssen gesenkt werden, sondern weil wir es sehr konkret machen. Wer zum Beispiel eine Familie aus Prenzlau, die eine 3-jährige Tochter haben, die ein Jahresbruttoeinkommen von 54.000 Euro haben, die würden nach unseren Vorschlägen insgesamt entlastet pro Jahr in Höhe von 5.175 Euro. Oder nehmen wir eine Alleinerziehende aus Augsburg mit einem 11-jährigen Sohn, die nur auf 30 Stunden gehen kann, als Alleinerziehende und auch aus gesundheitlichen Gründen, die auf ein Jahreseinkommen von 23.400 Euro kommt. Die würde nach unseren Vorschlägen entlastet im Jahr in Höhe von 3.092 Euro. Das ist auch alles nochmal nachlesbar, aber nur um zu verdeutlichen, wir jonglieren da nicht mit abstrakten Zahlen, die am Ende nur den Superreichen zugutekommen, sondern uns geht es um die Menschen mit mittleren Einkommen und niedrigen Einkommen. Wenn wir über die Bundestagswahlen reden und über den 24. September, so geht es auch darum, dass droht, zum ersten Mal seit 60 Jahren eine Fraktion in den Bundestag einzuziehen, die enge Kontakte zu rechtsterroristischen und Neonazi-Strukturen hat und deren Spitzenkandidaten offen rassistisch und antidemokratische Aussagen treffen. Das ist eine Zäsur für die Bundesrepublik, oder? Das wäre eine Zäsur für die Bundesrepublik. So langsam dämmert das ja auch der Union. Aber vielleicht sollte ja Ihr Generalsekretär noch mal dem Bundesinnenminister de Maizière stecken, dass die Pöbler, mit denen gerade Angela Merkel zu tun hat, vom rechten Rand kommen. Und Herr de Maizière sollte noch mal seine Schwerpunktsetzung überdenken. Auch vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte sagen wir als Linke ganz klar, die AfD darf nicht den Platz 3 einnehmen. Das wäre ein verheerendes Signal für unser Land nach innen, aber auch nach außen. Und auch das ist ein Schwerpunkt für unseren Wahlkampf in den nächsten 2 Wochen. Und dabei werden wir auch immer wieder deutlich machen, nicht nur, dass die AfD enge Kontakte zu Neonazi-Strukturen hat, sondern dass sie auch für die Alltagsnöte und Sorgen der Menschen keine Lösung anzubieten hat, weil sie gegen eine Erbschaftssteuer und eine Vermögenssteuer ist. Das sind quasi Steuergeschenke für Millionäre, die sie machen möchte. Aber damit fehlt Geld, um wirkliche Probleme in Angriff zu nehmen. Und sie ist gegen sozialen Wohnungsbau. Das heißt, das Problem bezahlbares Wohnen kommt bei ihr nicht vor im Sinne einer Lösung, sondern nur, um gegenüber Geflüchtete zu hetzen. Und sie hat keinerlei Ideen zur Armutsbekämpfung. Kurzum, sie will nur diejenigen, die wenig haben und diejenigen, die alles verloren haben, gegeneinander ausspielen, damit die Reichen weiterhin Steuergeschenke bekommen sollen. Insofern ist unser Ziel ganz klar, wir wollen Platz 3 nehmen. Nicht, weil wir einfach für uns eine Bronzemedaille haben wollen, sondern weil es so wichtig ist für das, was danach in diesem Land passiert, dass eben weder die Politik der sozialen Kälte und Privatisierung, für die die FDP steht, noch der Kurs der AfD, der für Hetze und Menschenverachtung steht, Aufwind hat, sondern der Kurs, für den wir als Linke stehen, der klare Kurs für soziale Gerechtigkeit und Frieden, soll Rückenwind bekommen. Schönen guten Tag. Also ich wollte Ihnen kurz mal wieder was berichten, damit Sie mich sehen und hören und wissen, dass ich lebe. Ich war in Helsinki und habe teilgenommen an einer Klimakonferenz, die vom finnischen Linksbündnis ausgerichtet wurde. Ich habe da zum Abschluss der Konferenz gesprochen. Was ich da gesagt habe, will ich Ihnen gar nicht alles erzählen, das ahnen Sie ja. Aber es gab einige Umstände, die für mich interessant waren. Der eine Umstand ist, dass die grüne Jugend in Österreich nicht mehr die grüne Mutterpartei unterstützt, sondern jetzt eine linke Partei unterstützt. Das zweite Interessante ist, dass im Norden links und grün zusammengehört. Die nennen sich auch so. Die nennen sich immer links-grüne Partei. Und das ist ja in Deutschland so gar nicht üblich. Und zwar, weil sie erkannt haben, dass es eine zwingende Verbindung zwischen der sozialen und der ökologischen Frage gibt. Und unsere Grünen neigen ja dazu, die ökologische Frage zu stellen und die soziale Frage häufig offen zu lassen. Sie waren ja zum Beispiel beteiligt an der ganzen Agenda 2010, aber auch an der Senkung des Spitzensteuersatzes und anderes. Und heute liebäugeln sie ja auch mit der Union. Das heißt, sie wollen also durchaus in diese Richtung gehen. Und es gibt aber eben auch einen Teil der Grünen, der diese Richtung nicht mitgehen will. Und für die Linke ist wiederum entscheidend, dass sie sich noch einen Schub in der ökologischen Frage geben muss, dass die sozusagen noch stärker bei uns verankert werden muss, ohne dass wir je die soziale Frage dabei vernachlässigen. Das ginge auf gar keinen Fall.
Deshalb will ich Ihnen eine Geschichte erzählen, die liegt allerdings schon Jahre zurück. Da war ich auf einer Podiumsdiskussion und neben mir saß ein schlauer Professor. Und der sagte dann zu mir, an der ganzen ökologischen Katastrophe ist doch bloß die Linke schuld. Da saß ich da und sage, ich weiß, dass ich an allem schuld bin, aber warum jetzt noch an der ökologischen Katastrophe? Und da sagte er, das ist doch ganz einfach, wenn nur die oberen 10.000 Auto führen, wie das früher war, wenn nur die oberen 10.000 verreisten, wie das früher war, gäbe es doch keine ökologische Katastrophe. Sie haben dafür gesorgt, dass alle verreisen können, dass alle Auto fahren können und so weiter. Das hat mich doch nachdenklich gemacht, muss ich sagen, dieser Einwand, weil den hatte ich bis dahin noch nicht gehört. Und da ist mir aber klar geworden, dass wir die zwingende Verbindung brauchen. Das heißt, wir brauchen immer eine Lösung, die im Interesse der Lebensgrundlagen der Menschen die Umwelt schützt und zugleich sozial verträglich ist. Anders geht es nicht. Also wir können nicht den Weg gehen, dass wir sagen, wir machen es so teuer, dass Sie alle nicht mehr fahren können und ich fahre weiter. Also nicht, ich löse den Stau auf, indem ich Sie von den Straßen verdränge. Das ist niemals ein linker Ansatz. Sondern dann müssen wir andere Strukturen finden, andere Autos finden, etc., etc., andere Verkehrsmittel finden, die man nutzen kann und so weiter. Und das finde ich einen spannenden Vorgang. Und das habe ich da gelernt und das wollte ich Ihnen gerne erzählen und will das jetzt auch in die europäische Linke einbringen. Dann ging es natürlich noch um andere Fragen, die Sie nicht so interessieren. Ich habe dort die europäische linke Jugend getroffen, die natürlich ein bisschen eine andere Stellung haben will bei uns und so weiter. Das sind aber die üblichen Schwierigkeiten zwischen einer jungen Jugendstruktur und der Mutterpartei oder wie das immer heißt. Aber ich hoffe, dass ich das meistern werde. Schönen Dank. Noch eine kurze Bemerkung von mir. Ich sehe das genauso. Also es ist die Notwendigkeit, das Soziale und Ökologische zu verbinden. Und müssen, glaube ich, sagen, angesichts dessen, wie sich gerade hier die Grünen entwickeln, ist es umso wichtiger, dass wir den sozial-ökologischen Umbau stark machen. Denn wer wie der grüne Cem Özdemir auf eine Regierung zusammen mit dem CSUler Seehofer und oder dem FDP-Mann Lindner hinarbeitet, der verrät sowohl den Klimaschutz wie den Flüchtlingsschutz. Umso wichtiger ist es, dass die Linke ganz klar den sozial-ökologischen Umbau und den Klimaschutz in Angriff nimmt. Achso, ich habe noch eine Sache vergessen, Entschuldigung. Und zwar gibt es ja in der Europäischen Union immer verschiedene Säulen. Und da hat der Juncker zu Beginn, als er Kommissionspräsident war, gesagt, wir brauchen jetzt auch eine soziale Säule. Das ist ja nicht schlecht. Die ist auch gar nicht so schlecht formuliert. Das Problem ist nur, es sind keine verbindlichen Rechte. Sie sind nicht einklagbar beim Europäischen Gerichtshof. Deshalb ist auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes einseitig, weil er dafür nicht zuständig ist. Mir hat der Präsident des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte erzählt, wie sie an soziale Fragen sich rantasten. Also ein Beispiel, da gab es eine Frau aus Irland, die hatte ein Klagerecht, aber dort gibt es weder Prozesskostenvorschuss noch Armenrecht noch sonst was. Sie hat kein Geld, sie konnte gar nicht klagen. Und da hat sie geklagt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass ihr der Gerichtsweg verschlossen ist. Da hat die irische Regierung geantwortet, nee, das ist ja eine soziale Frage, das geht das Gericht nichts an. Und dann haben sie gesagt, ja, aber da ja der Gerichtsweg wieder ein Menschenrecht ist, geht die soziale Frage sie doch an. Also verstehen Sie, die müssen über einen Umweg rangehen, weil die sozialen Grundrechte nicht einklagbar sind. Und ich werde mal in der EU vorschlagen, dass wir ja auch eine ökologische Säule brauchen und vielleicht ist es sogar klüger und zeigt in die Zukunft, dass wir nicht eine soziale und eine ökologische Säule haben, sondern dass wir sie eine sozial-ökologische Säule nennen, um das immer als Einheit zu betrachten. Das wollte ich nur noch ergänzend sagen.